Als Taifun Haikui am Sonntag Taiwans Küste im Landkreis Taitung erreichte, war auf den Bildern dieser Webcam nichts mehr zu erkennen. Der Wirbelsturm ist der erste seit 4 Jahren, der die Insel direkt trifft. In Vorbereitung auf den Taifun waren zuvor tausende Menschen evakuiert und Inlandsflüge gestrichen worden. Haikui soll sintflutartige Regenfälle und starke Winde in dem dünn besiedelten und gebirgigen Südosten der Insel bringen. Landkreise und Städte im Osten und Süden Taiwans sagten den Schulunterricht ab und gaben den Arbeitnehmern einen Tag frei. Dennoch ist Haikui ein schwächerer Sturm als Taifun Saola, der am Samstag Hongkong und die südchinesische Provinz Guangdong traf.